So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading von JFD Brokers. Und wir schauen uns direkt den DAX an. Heute Vormittag, noch vor der Xetra-Öffnung, hatte ich ein Setup vorgestellt, das hier eben eine wichtige Marke, beziehungsweise ja, halt einfach über das Hoch und über diese Trendlinie. Sollte noch eine Aufwärtsbewegung bis ca. 11.180 stattfinden. Was hat jetzt der DAX bislang geschafft? Hier diese Trendkanallinie oder Trendlinie, wenn man jetzt auch nur die obere sieht, wurde schon des Öfteren eben auch gezeigt, dass er auch schon hier abgeprallt ist, dass hier Wirkung gezeigt hat. Das ist keine neue Linie. Nicht, dass man denkt, hier wurde einfach wieder eine Linie eingezeichnet. Nein, die ist schon länger da. Und hier sieht man, eben, da war der untere Bereich angezeichnet. Er ist direkt der Kurs am unteren Widerstandsbereich abgeprallt und hat eben wieder fast. Ich meine, gut, wie man jetzt die Linie auflegt, ist auch ein bisschen Geschmackssache. Könnte auch weiter oben noch verlaufen, aber jedenfalls diese Linie könnte ja auch wieder den Index sozusagen in Schach halten und keine weiteren Kursziele nach oben zulassen. Das ist jetzt hier aus dem Chart, aus dem Tageschart ableitbar. Wenn man jetzt hier kurz den Wochenchart noch anschaut, sieht man das eben an der, ja, das war die Oberkante des Gaps, genau noch die Wolke verläuft. Also, und wenn man jetzt hier auch noch die Wochenkerze betrachtet, das ist hier ein Bullish Engulfing, hat jede Menge, die Bullen schon jede Menge Punkte hinter sich gelassen, vom Tief. Wenn man denkt, die vorbörslichen Notierungen waren bei 10.500 Punkten und jetzt stehen wir bei 11.100 Punkten etwa. Ja, das sind 600 Punkte innerhalb von, ja, was haben wir heute? Donnerstag, vier Börsentagen erledigt, ist schon eine große Sache. Und hat bei weitem das übertroffen, was ich am Wochenende eben mit meinen bullischen Setups gedacht habe. Bei den anderen Charts, die eben schon noch länger liefen, sind eben auch hier noch relativ die gleichen Marken in Betracht, kann man in Betracht ziehen. Und hier war eben noch ja, bei der 11.200er Marke oder 2020er Marke noch ein Ziel. Im kurzfristigen Bereich jetzt, also in 15 Minuten, hier sieht man eindeutig zwei Shooting Stars bzw. ja Dojis, Inverted Hammers. Und jetzt könnte der DAX eben wieder zurück zur 11.040er Marke. Das war nochmal eine Special Marke von der Vergangenheit. Oder eben nochmal die 11.000er Marke testen. So, dann kommen wir kurz noch zu den anderen Setups. E.ON lief ein Stück weit tiefer, hat also nicht genau hier den Prognosepfeil, auch den Alternativ nicht abgearbeitet. Hier sollte man eben auch, wenn man jetzt, wie gesagt, hier bei 8,80 etwa oder 8,88 angestiegen ist, ja, sollte man den Stopp auf jeden Fall auf Einstand nachziehen. Und man kann auch später, wenn hier der Bruch folgt von dem Trendkanal, kann man auch wieder einsteigen dann. Im Nikkei wurden eben, weil gestern natürlich die US-Börsen noch deutlich zugelegt haben, wurde überhaupt nicht diese Marke erreicht. Also war eben die 12.000, die 20.000, 20.000 Marke sowieso noch im Visier. Und aber auch diese Kerze symbolisiert jetzt keine Kraft der Bullen mehr. Also jeweils wurde eigentlich im Tagesverlauf deutlich eben abverkauft, ja. Also hier würde ich, weil im Hoch wurden ja 19.960 erreicht, also die 20 Punkte, also die Leute haben oder die Marktteilnehmer haben definitiv Angst vor der 20.000er Marke. Ist eindeutig zu erkennen. Wenn es mit dem Gap darüber geht, dann könnten natürlich Short-Eindeckungen wieder folgen und dann natürlich darüber hinweg schießen, aber bislang
passt die 20.000er Marke eigentlich optimal. Trillisch kann heute jetzt nicht überzeugen. War auch eher eben das Short-Setup die letzten Tage. Wurde aufgezeigt. Die SLG Carbon war gestern im Gespräch. Hier bislang eine weiße Kerze, passt. Nikkei hatten wir. Die GFT Technology Aktie hat aus diesem Wochenchart, hat aus dem Doji bislang eine weiße Kerze wieder gemacht. Ist eh nur ein grauer Pfeil. Also ist bleibt natürlich jetzt bullish und ist definitiv kein Short im Moment. Ja, war auch zu dem Zeitpunkt nicht wirklich ein Short, sondern es wäre eigentlich nur entscheidend gewesen, was der Kurs dann hier an der 26,50 machen würde. Und noch die Erling und Klinger Aktie. Steht jetzt exakt erstmal hier. Hier könnte jetzt ein kleiner eben Rücksetzer folgen und dann noch weiter nach oben steigen. So, das war's erstmal. Vielen Dank. Und ich melde mich mit einer Analyse. Gestern war ja noch nach Öl gefragt worden. Da werde ich wahrscheinlich eine Ölanalyse nachschieben. Danke und noch einen schönen Tag.